US-Präsident Donald Trump spendet sein Gehalt aus dem ersten Quartal an den National Park Service. Das Erlehr von umgerechnet 73.429 Euro soll der Bundesbehörde zum Schutz der Nationalparks in den USA überwiesen werden, sagte Trumps Sprecher Sean Spicer am Montag. Der National Park Service untersteht dem Innenministerium. Die Behörde schützt mehr als 417 Anlagen. Dazu zählen historische Parks, Monumente, Gedenkstätten oder Reservate. Der National Park Service muss sich in den kommenden Monaten im Rahmen von Trumps ersten Budgetvorschlag auf starke Kürzungen der Gelder gefasst machen. Trump hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, das Gehalt von $400.000 im Jahr nicht annehmen zu wollen. Spicer hatte ursprünglich gesagt, dass Trump sein Gehalt am Ende des Jahres spenden wolle an eine von der Presse gewählte Organisation oder Behörde. Von diesem Vorhaben war nun keine Rede mehr.